Hallo Leute, wie ihr seht, haben wir wieder einen wunderhübschen Karton. Außerdem freuen wir uns, dass ihr wieder zuseht. So, was machen wir jetzt? Und zwar Western Sellerie, 2295, 675 Teile werden wir jetzt hier aufbauen. Und dann mal schauen, wie das alles so toll aussieht. Ich meine, auf den Bildern von Bluebrick sieht man das ja, aber meistens ist es so, dass wenn man es aufgebaut hat, eventuell sogar schöner ist. So, was haben wir hier Feines drin? Einzelteile. Jede Menge Einzelteile, das kann es doch nicht sein, oder? Hier, die Tüte ist offen. Macht mich jetzt nicht schwach hier. Dass hier wieder Tausende von Teilen fehlen. So, wie viele Tüten hast du da? 6 Stück. 6, 8, 10, 12, 13 und eine offene. Also 14 Tüten. Ich werde mal ein paar Schälchen holen, weil sonst wird das nichts. Das tue ich mal so hin. Jetzt habe ich gleich den ganzen Tisch voller Schälchen und nichts drin. Ich nehme erstmal das hier. Die Tüte scheint auch irgendwas los gewesen zu sein, weil die wie so ein Verschluss oben. Das sind dann nachträglich zugefügte Tüten und ja, die man am besten offen reintut. Nee, also ich bin kein Mauler, aber das muss nicht sein. Da sollte man in der Logistik ein bisschen besser aufpassen, was man tut. Hoffentlich war es einfach nur Pech. Ja. Das werden wir sehen. Plastikbeutel können gefährlich sein. Nicht über den Kopf stülpen. Ich habe auch eine. Hast du ein Trendset gefunden? Ja. Trendsets sind auch dabei. Aber muss alles wiederverwertet werden. Ui, die Quatsch. Was ist da? Schicke Farbe. Oh, Bügelteil. Ist ja diese Nullnoppen oder wie sie sich schimpfen. Ja. Oh, das wird ganz schnell abnehmen. Sobald du das Mittelteil gebaut hast, ist nur noch die Hälfte da oder so. So, jetzt gib mir mal da den ganzen Klumpatsch. So, wir haben im Hall haben wir erwähnt, dass wir das morgen bringen. Wir werden es wahrscheinlich sogar noch früher bringen. Sieht interessant aus. Mal gucken, was fertig ist. So, wenn ich dann wieder zurück bin. Das wird schon weniger. 4 Stück und einmal jenes.
So. Es neigt sich dem Ende. Ja. Den Applikator nicht zu vergessen. Das ist auch jedes Mal über. Oh ja, das ist schön.
Gott sei Dank ist er jedes Mal über. Ja. Dass wir nicht nur irgendwo einbauen müssen. Oder zurückschicken. Verkaufen sie auch als Partpack die Dings, da könnten sie ruhig so einen Applikator zulegen. Warum? Das gibt es dann im 100er-Pack. Ja! Wie du 100er-Pack Bindfaden. 49 cm. Na, nicht mal 50 cm. Ja. Da braucht man 50 cm und muss dann einen Zentimeter dran boten. Du musst sehen, dass das immer. Ah, okay. Ne? Sonst packst du das Ding da drauf. Ja, beim letzten Kaktus tue ich das falsch setzen. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß, das ist meine Schuld. Warum? Weil ich das so schief draufgesetzt habe. Willst du mir sagen, dass du das Loch da schief rein? So. Eine ganze Menge Zeug hier. Ja, so, das ist über. Immer gut. So, da haben wir vier. Fünf. Klein, groß. Fünf Kakteen. Ein Grab. So, fünf von den schlankeren Technik-Kakteen. Das Gebüsch. Direkt nach vorne. Fünfmal kleines Gebüsch. Mhm. Eine Kiste. Eine Schatzkiste irgendwie, was einer verloren hat oder was auch immer. Ein bisschen hinstellen. Ein Wegweiser. Ja, der sagt dir, wo es nicht hingeht. Ein kleiner Berg. Ein Hügelchen. Ja. Berg. Das Knochengerippe. Sehr schön gemacht. Also ich will ja nicht hetzen, aber das hat bestimmt früher mal schöner ausgesehen. Ja, das wie noch Feld drumherum war und so. Okay. Hat schon mal schöner ausgesehen als Deck. So, dann jetzt hier der kaputte Wagen. Ja, eins der schönsten Teile davon. Ja. Da gehört bestimmt ein Esel oder sowas davor. Für ein Pferd müsste ein bisschen zu klein sein. Das wird hier auf diese Noppe gelegt. Der kann aber nicht aufgenoppt werden hier. Also irgendwie haut das Ganze hier so nicht hin. Kriegst du nicht drauf. So. Ja. Soll drauf gehören, aber egal. Mal sehen, vielleicht wenn wir das mal ein bisschen rumsetzen. Nee, auch nicht. Egal, ist so. Liegt doch ja? So auch gut da. So, dann da hinten das ranzige Gebüsch. Ja. Auch ein sehr schönes Teil. Interessant gemacht. Alles mit Roboterarm. Ja. Nicht übel. Bringt dann auf ganz andere Ideen. Dann haben wir den ganz kleinen Kaktus. Genau. Der hält schon ein bisschen was aus. Der hat unten noch eine Stange noch drin. Finde ich auch schön. Ein bisschen nur zu groß. Genau. Gerade im Verhältnis zu den Personen, die da sind, sind die wirklich gigantisch. Das ist bestimmt ein Kaktus aus dem Yosemite Park. Um Gottes Willen jetzt. Erzählt mir nicht, was Yosemite Park ist. Ich kenne den. Das sind keine Kakteen. Und dann hier dieser Hügel. Ja. Die Leier finde ich auch toll gemacht. Ja, sind okay. Als Brickbild, super. Ja, Leute, 22,95, 675 Teile. Ich musste viel unterbrechen, weil ich das während der Öffnungszeiten gemacht habe. Danach ist dann Klemmi vom Außendienst zurück und hat sich dann sofort auf die Kakteen geschmissen. Du wirst mir nachher beim Stachel rausziehen, ja? Ja, ich habe schon eine Rohrzange da. So. Gut, also wenn ich mir das so angucke, für 23 Euro ist okay. Absolut in Ordnung. Sehr große Vielfalt, haben sich was einfallen lassen. Klemmkraft ist gut, die Steinequalität ist auch gut. Ja, was manchmal nicht so bei Bluebricks ist, aber die machen was, die tun was. Ja. Die haben die Fehler erkannt und versuchen sie auszumerzen, was mich wahnsinnig freut.
keine großartigen Kratzer, es klemmt ja, alles fast. Alles schön. Mikrokratzer, die jeder hat, die hat auch Dänemark. Die einzige Noppe, wo es hier ein bisschen hängt, ist das Ding, da wo es ein bisschen wackelig ist. Aber tauscht man aus. Eine einzige. Bei 500 und 600 675 Teile, passt doch. Ja. Ja gut, den Wagen da, das ist... Ja, ohne Rad. Kann man reparieren. Ja, Rad dran, ab durch die Mitte. Ja. Von mir aus, für wer eine Western-Serie, Szene hat, zu Hause. Irgendwo in der Ecke von der Stube oder im Keller oder am Dachboden. Könnt ihr bedenkenlos kaufen. Ja. Vor allen Dingen, wenn ihr dann eine Gruselkiste habt. Da sind so viele Anregungen drin, dass ihr das noch wesentlich weiter erweitern könnt. So, wie ich sagte, 100%ige Kaufempfehlung. Alles in Ordnung soweit. Ja. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Und wir verabschieden uns mit baut schöne Sachen. Auch solche Kleinigkeiten. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöne. Tschüss.